Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Bevor wir zum wichtigsten Inhalt kommen, den Nerfs, ganz wichtige Informationen vorweg. Ihr habt es vielleicht gestern auf Twitter schon gesehen. Es gibt aktuell auf den PC-Plattformen massive Probleme mit Bans, die wahrscheinlich unberechtigt sind. Es scheinen Hardware-Bans zu sein. Was da genau der Auslöser ist, warum das passiert. Respawn ist dran. Sie wissen aktuell noch nicht, wo das Problem ist. Das wollte ich einfach schon mal hier loswerden. Jetzt kommen wir eigentlich zum interessantesten Part und es war ja nur eine Frage der Zeit. Der Bogen und die Spitfire werden genervt oder sind schon genervt. Gestern Abend oder vorgestern kam der Patch tatsächlich schon raus. Ich habe es vorher aber nicht geschafft, gesundheitlich. Man hört es immer noch, war ich die letzten paar Tage out of order, deswegen gab es keine Videos und es war nicht die Geburt meines Kindes, das ist erst nächste Woche, weil einige mich schon beglückwünscht haben, warum ich nicht online bin. Ja, der Bogen, das war vorauszusehen. Auch die Spitfire hat mich tatsächlich gewundert, warum es zum Start von Season 9 nicht schon passiert ist. Jedenfalls wurde, die meisten von euch wissen es natürlich, die Spitfire hat jetzt einen Grundschaden von 18 statt 19 pro Kugel und die Magazingröße von Gold und Lila wurde von 55 auf 50 reduziert. Völlig berechtigt, gerade in Arenas war die Meta auf der Spitfire und auf dem Bogen extrem hoch. Ob der Bogen jetzt ausreichend genervt ist, das lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen, auch wenn ich denke, dass das vielleicht noch nicht ganz das Ende der Fahnenstange ist, aber ich denke, es ist ein guter Weg und ich hoffe, dass es schon reicht. Der maximale Schaden, wenn der Bogen gespannt ist auf den Körper, wird von 70 auf 60 reduziert. Headshot-Schaden bleibt gleich. Die nächsten beiden Nerfs, die meiner Meinung nach so gar nichts bringen, ist einmal die Zeit, bis der Bogen maximal gespannt ist, von 0,54 auf 0,56 Sekunden. Und beim Dead-Eyes-Tempo-Hop-Up von 0,32 auf 0,38, bis das perfekte Timing da ist, ist auch nicht der Rede wert. Lediglich die Stack-Größe, wenn wir Pfeile finden, wird von 16 auf 14 reduziert und pro Inventarslot wird von 48 auf 28 reduziert. Das scheint auf jeden Fall ordentlich zu sein, wie ich denke. Bevor das Video jetzt gleich zu Ende ist, noch eine Information. Es wird heute im Laufe des Tages noch ein weiteres Video geben. Dort stelle ich euch endlich mal zwei neue PS5 Aim Controller vor. Ein neues Unboxing sozusagen. Das wollte ich eigentlich vor einigen Wochen schon raushauen, habe es bis dato aber leider nicht so ganz geschafft. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Dem Daumen wie immer ein Video da lassen. Natürlich, dem Video wie immer ein Daumen da lassen. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, das war's von mir. Haut rein. Ciao.